Willkommen zu einem neuen Let's Talk Part. Jo, es ist jetzt inzwischen 3 Wochen her, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe ja, mein Plan war sowieso nicht, so wie damals, jede Woche einen Let's Talk Part rauszubringen, sondern dann, wenn ich Zeit habe, weil ich mir da auch keinen Druck machen möchte. Und ja, jetzt ist es wieder soweit, 3 Wochen. Es ist sehr, sehr viel passiert. Das letzte Mal waren wir noch war ich noch in den Ferien. Die Ferien sind jetzt inzwischen vorbei. Ich hatte da letztens nur noch ein paar Tage. Schule hat wieder angefangen. Ja, die erste Woche Schule war so ein bisschen... Es ging. Aber dann jetzt die zweite Woche war jetzt extrem stressig. Hat die folgenden Gründe, dass man oftmals wirklich lange in der Schule war, dann Klassenarbeiten geschrieben habe, Leistungskontrollen hier und da. Dann gab es noch ein paar andere Probleme. Von daher, es war jetzt die Woche sehr, sehr stressig. Jetzt ist Wochenende noch. Ja gut, jetzt ist wieder Sonntag, wo man sich denkt, oh, morgen ist wieder Montag. Ja, so ist das Leben halt. Aber ich bin guter Dinge, denn jetzt die Woche, die ist sowieso ein bisschen chilliger. Dann nur noch eine halbe Woche und dann ist erstmal ein längeres Wochenende. Von daher... immer daran denken, dann kriegt man auch Motivation und dann passt es auch. Ja, sonst ist halt auch nicht viel passiert. Schule halt war halt sehr, sehr stark anwesend sozusagen. Und sonst, was ist denn sonst noch passiert? Ja, ich habe YouTuber-technisch habe ich wieder einiges aufgenommen. Mario und Luigi vor allem Ding, da werde ich dann heute noch einiges hochladen und fertig machen. Weil ich nur noch bis morgen ein Part habe, auf YouTube zumindest. Sonst habe ich noch einiges hier aufgenommen. Ich werde dann gleich auch weiter aufnehmen, worauf ich richtig Bock habe. Dann habe ich auch so überlegt, was mache ich denn jetzt dienstags und donnerstags? Da ist ja jetzt Porto 2 beendet. Sind ja jetzt alle Parts draußen, fertig, aufgenommen, wie auch immer. Und ich hatte so erstmal überlegt, ob ich da vielleicht ein neues Let's Play rausbringen werde. Dann habe ich aber schnell erkannt, ich werde es zeitlich nicht schaffen. Daher werde ich diesen Platz sehr wahrscheinlich dafür nutzen, um Server-Videos hochzuladen. Und des Weiteren generell so ein bisschen Minecraft-Videos. Da, apropos Minecraft, kamen ja in letzter Zeit auch ein bisschen mit Gamble-Videos raus. War ja jetzt den einen Montag und Mittwoch. Kamen ja Gang geben, jeweils ein Part raus, wo er sich ja damals auch öfters wieder gewünscht, daher einerseits deswegen und andererseits kam ja auch Freitag ein Livestream, ein sehr, sehr langer Livestream, über 2 Stunden, von auch von mit Gamble Gang geben und dann PvP, den neuen Spielmodus, haben wir 1 Stunde eher angezockt als die anderen. Auf jeden Fall, warum ich diese mit Gamble Videos gemacht habe, beziehungsweise mache, habe ich schon in den Videos da erklärt, aber ich kann es gerne nochmal hier im Let's Talk erklären. Es gab vor genau 1 Woche einen Community Talk, wo auch von der Serverleitung die YouTuber angesprochen wurden. Es wurden die Anforderungen gesenkt. An sich erfülle ich alle Anforderungen inzwischen, die da gestellt wurden. Allerdings, ich habe mit dem Owner geredet, sind meine Videos nicht aktuell. Gut. Das letzte Mad Gaming Video vor jetzt den jetzigen war vor 3 Monaten oder so, als Bedwars released wurde, und davor war das halt ewig her. Das waren die Gun Game Videos noch vor 1 Jahr oder so. Und deswegen sagte er zu mir, ich soll erstmal ein paar Mad Gaming Videos raushauen, aktuelle natürlich, und dann will er sehen, wie die ankommen und ob ich dann YouTuber-Rang bekomme. Da will ich jetzt mal ein bisschen Retalk sprechen. Da hat zumindest schon einer, oder ich habe mir mal die YouTuber dort angeschaut, die machen vielleicht, also zumindest der eine macht seit 3 Monaten hat er da YouTube-Videos, hat über 300 Abonnenten, hat nur so 12 Videos online, 2 Mad Gamble-Videos, hat YouTuber-Rang. Wo ich mich dann frage, ich mit über 50 Mad Gamble-Videos, warum kriege ich dann bisher keinen YouTuber-Rang? Warum muss man bei mir so lange diskutieren und der andere kriegt das direkt? Gut, ich habe nicht so viele Aufrufzahlen. Aber am Ende macht es vielleicht auch die Masse. Und wenn ich da YouTuber-Rang bekomme, auch für euch sozusagen, dann mache ich dementsprechend natürlich auch mehr mit Gamble-Videos. Wenn ich jetzt keinen YouTuber-Rang bekomme, ja gut, dann... Ich habe da noch was geplant, aber
Sonst, ich werde da nicht so dann den Fokus drauf setzen. Natürlich, Server-Videos kommen weiterhin. Da habe ich immer noch von Skype-EP eine Aufnahme, die jetzt die Tage kommt. Generell von Skype-EP habe ich, glaube ich, noch eine Aufnahme. Und daher, ja, kommen dann natürlich auch weiterhin Videos. Wie gesagt, da habe ich auch den Platz von Dienstag und Donnerstag eingeplant, dass da halt keine Lücke ist. Hatte ich zum Beispiel jetzt in die Woche, war ein bisschen doof geregelt. Mittwoch und Freitag kamen jeweils zwei Videos, beziehungsweise Freitag teilt der Livestream und das normale Mario und Luigi Video und Donnerstag kam nix. Das war ein bisschen doof von mir gemacht, aber ja, konnte ich dann letztendlich auch nicht ändern. Wie gesagt, die Woche war sehr, sehr stressig, daher konnte ich da in dem Moment wirklich auch dann nichts machen. Versuche es diese Woche zu verändern. Ja, und sonst so, Privates ist halt auch nicht so viel passiert. Ja. Gestern habe ich mir erstmal eine selbstgemachte Pizza gemacht. Das kann man vielleicht erzählen. War mega geil. Richtig geil. Und ja gut, ich selber habe sie halt auch nicht direkt alleine gemacht. Ich hatte die Hilfe von Jonas bekommen. Beziehungsweise wir haben halt das selber gemacht. Und oh, die war so lecker. Leider ist sie jetzt alle. Und ja, aber auf jeden Fall kann ich das wiederholen, weil meine letzte selbstgemachte Pizza, die ist schon. Da habe ich damals noch bei meinen Eltern gewohnt. Also von daher. Ja. Gut, mehr gibt's auch nicht zu erzählen, vielleicht, obwohl, vielleicht servertechnisch so ein bisschen. Und was mit, ja, genau. Und zwar ist momentan City Build, ist momentan in Wartungsarbeiten. Kann ich auch mal kurz hier hingehen. Ja, already connecting to the server, so. City Build, da ist momentan in Wartungsarbeiten, weil es gibt Probleme mit City Build. Ich muss noch sehen, wie ich dieses Problem fixen kann, ob ich es überhaupt fixen kann. Ich sehe es eventuell schon kommen. Soll euch keine Angst machen, aber es könnte sein, dass wir CityBuild resetten müssen. Ich versuche es zu verhindern, aber es gibt da ein großes, großes Problem, welches bisher, also ich habe da bisher auch sehr, sehr wenig Support bekommen. Ich habe da Support angeschrieben. Ja, ich wurde irgendwie auf dem Discord da eiskalt ignoriert. Ich werde das nochmal versuchen. Und ich hoffe mal, dass man das trotzdem noch regeln kann. Und ja, darum ist jetzt der City Build in Wartung. Ja, oh, stimmt, es gibt ja auch noch was anderes im Server zu sagen. Und zwar, die Performance wurde um einiges verbessert. Denn wir haben uns im Hintergrund einen zweiten virtuellen Server dazu geholt. Beziehungsweise nicht ich, sondern mein Admin Retrofire. Der hat sich da noch einen virtuellen Server geholt, extra für den Server. Und bedeutet, wir haben jetzt dementsprechend einen zweiten virtuellen Server dazu. Und dementsprechend können wir die Ressourcen auf die einzelnen Unterzimmer verteilen. Auf die Unterzimmerzeit verteilen und dementsprechend halt zum Beispiel mehr RAM zuweisen oder so. Da hatten wir ja in letzter Zeit, in den letzten Wochen sehr, sehr große Probleme. Gerade. Gerade hier war es Bed for Skywars, Skype-EP. Nee, Bed for Skywars betrifft, als die Server dazu kamen. Jetzt haben wir zum Beispiel hier wieder die Möglichkeit, drei Server jeweils zu starten. Hier gibt es allerdings einen Bug. Ja, genau, hier sind zwei Server auf einem Schild, wie man sieht. Warte. Oder das mache ich danach. Ich glaube, bei Bedfors habe ich auch das Problem. Da muss ich da nochmal nachschauen. Ja, genau, hier. An sich laufen jetzt da alle Server wieder, weil ich da auch zeitweise halt jeweils einen Server runternehmen musste, weil wir nicht die Leistung dafür hatten. Und generell, jetzt haben auch die Spielmodi weniger Lags, zum Beispiel Survival. Genau, Survival kann ich ja auch nochmal kurz gehen. Da gibt es jetzt auch ein neues System. Kann ich mal kurz vorstellen. Bin immer noch hier in BSV. So, machen wir mal WoW Bauwelt 2. Bauwelt 2, so. Das ist hier Bauwelt 1.
Wir haben ja hier eine zweite Baufeld. An sich hat sich jetzt hier der komplette Spawn erneuert hier bei Baufeld 2. Wie gesagt, das wurde alles von meinem Admin gemanagt. Ich habe damit nichts zu tun. Außer dass ich halt das Okay dafür gebe. Hier gibt es ein paar Regeln, öffentliche Wege, Vorgabe. Jetzt, wenn ihr hier drauf zockt, bitte einmal durchlesen. Und des Weiteren gibt es hier hinten, genau. Wenn wir hier runtergehen, gibt es hier einen Bahnbereich mit Gleisen. So zum Beispiel hier eine Gleis 4 Ankunft aus Evergrande Hauptbahnhof. Interessant. Ich weiß nicht, ob die Gleise inzwischen schon angeschlossen sind. Auf jeden Fall ist das mindestens geplant. Ich sehe nämlich jetzt hier gerade keine Züge fahren. Eigentlich müssten die angeschlossen sein. Ankunft, Ankunft. Ja, und ist hier irgendwo Abfahrt? Ja, hier RE3, Hoburg, Hauptbahnhof, Cedar, Colony und Sandhurst. Interessante Namen auf jeden Fall, die er sich da ausgedacht hat. Aber anscheinend ist jetzt kein. Oh, das ist ja geil, wie das hier spiegelt. Das finde ich nice. Ich habe hier gerade einen Shader drin. Das ist der Sildur Vibrant Shader. Nee, der Continuum Shader habe ich drin. Okay. Ja. Übrigens, ich habe jetzt, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, hier ist ein bisschen das Interface verkleinert. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen angewöhnt, weil ich einfach mehr Platz habe, mehr sehe, gerade wenn ich hier irgendwie servertechnisch was mache. Und zwar, stimmt, was ich halt auch in letzter Zeit sehr viel gemacht habe, an einem Geheimprojekt gearbeitet. Dazu gibt es aber allerdings noch gar keine Informationen, weil dieses Projekt soll eines Tages released werden, wird ein Stream-Modus, der auf unserem Server zugeschnitten ist, beziehungsweise exklusiv ist. Bin ich momentan sehr, sehr viel am Arbeiten, das dauert aber noch sehr, sehr lange. Wie gesagt, Infos gibt es noch nicht. Ja, und ich glaube, hier das Gleis ist noch nicht angeschlossen. Weiß nicht. Ja, könnt ihr ja selber auch mal schauen. Vielleicht habe ich jetzt einfach nur Pech, weil, weiß nicht, alle wie viele Minuten hier ein Zug spawnt. Gut, dann setzen wir uns jetzt hier hin. Ich sagte, wir setzen uns jetzt hier hin. Ich sagte immer noch, wir setzen uns hier hin. Will nicht. Vielleicht auf der Seite. Nee, das hat keinen Bock. Na gut. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich gehe jetzt in die Mario & Luigi Aufnahme. Bis dahin und bye bye.